Oh, wo? Oh mein Gott. Nein, abdrehen. Oh. Meine lieben Zuschauer, hier spricht euer Captain Valle Gaming. Wir werden heute ein paar Schiffe auf den Grund des Meeres befördern. Mit der Shimakaze, einem japanischen Zerstörer. Oder wir landen selber auf dem Grund des Meeres, das wird sich noch herausstellen müssen. Wir spielen nämlich heute ein bisschen World of Warships. So, wir sind hier im Eroberungsbereich, nehmen gerade B ein. Da fährt unser Team. Jawohl, wir haben B erobert, das habe ich gemacht. Wunderbar, da fliegen auch schon die Flieger. Okay, also ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon gefragt wurde, ob ich nicht mal World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships oder sowas let's playen kann. Und ich dachte mir jetzt, kurz bevor es also ins nächste Jahr geht, ins Jahr 2016, werden wir tatsächlich noch ein bisschen uns mal World of Warships angucken. Und da drüben wurde irgendwo ein Kreuzer gesichtet. Ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen hinter die Linie meiner Kollegen verziehen. Und da oben sind die ganzen gegnerischen Flugzeuge. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber mein Schiff greift schon an. So, da hinten ist ein gegnerisches Schiff, ein gegnerisches Schlachtschiff, wenn ich das richtig erkenne. Ja, das müsste ein Battleship sein. Okay, müssen wir mal schauen, dass wir uns da ein bisschen eine freie Linie schaffen, denn jetzt haben wir hier verbündete Schiffe und dann könnten wir mal Torpedos schießen. So, da haben wir eine kleine Torpedosalve geschossen. Das sind jetzt 5 Torpedos, die sind jetzt unterwegs. Die Frage ist halt, ob die das gegnerische Schiff erreichen werden, das müssen wir noch sehen. Und wir schießen die nächsten 5 Torpedos. Wie gesagt, dieses Schiff hier ist extrem stark, was Torpedos angeht. Und wir können jetzt auch fast schon normales Feuer eröffnen, denn wir sind fast nah genug dran am gegnerischen Schlachtschiff. Wir eröffnen also auch das normale Feuer und gucken mal, wo wir landen. Oh, das war ein Treffer. Jawohl. Wassereinbruch verursacht und ein Zieltreffer. Sehr schön, das war schon mal ein guter Schuss. Aber die Torpedos sind unterwegs. Meint ihr, dass einer von denen das Schiff treffen wird? Wir feuern nochmal ein bisschen. Oh, der Torpedo kommt gut. Und geht leider dran vorbei und der geht auch leider dran vorbei. Sie sind also ausgewichen. Okay, wir werden nochmal eine Torpedosalve raushauen. Der Torpedo könnte aber treffen. Der ist gut. Der oder der, einer von beiden könnte treffen. Mal schauen. Wenn die doch ein bisschen schneller wären, die Torpedos. Auf jeden Fall nochmal ein paar Treffer verursacht. Das Schiff hat schon ordentlich Schaden genommen. Der Torpedo da, der könnte auch treffen. Oder der zumindest, einer von beiden. Mal schauen. Und der geht aber vorbei, glaube ich. Aber der könnte treffen. Der trifft, komm. Oh, das war ein Torpedotreffer. Sehr schön. Das Schiff hat schon ordentlich Schaden genommen. Manövrieren, nicht wirklich. Wir haben ordentlich Schaden bekommen, wir brennen. Kritischer Maschinenschaden. Aber alles gut. Ja, World of Warships ist also eines der Spiele von Wargaming. Es gibt es also mit Panzern, es gibt es mit Flugzeugen, es gibt es mit Schiffen. Ich hatte eigentlich am meisten Bock auf Schiffe. Und hab einfach mal bei Wargaming auch nachgefragt und habe jetzt so einen sehr geilen, extra für YouTuber und Presse, so einen Test-Account bekommen. Da kann man eben alle Schiffe fahren, die man normalerweise erst freistellen muss. Da drüben ist ein Flugzeugträger von uns übrigens. Und das ist eben der Account hat Premium, der Account hat alle Schiffe und so weiter. Das ist natürlich so ein bisschen gecheatet, okay. Aber dadurch können wir eben uns auch mal so Schiffe wie diese Shimakaze anschauen, die man sonst erst mühsam freispielen muss, was natürlich ganz geil ist. Und außerdem habe ich noch, auch sehr geil, so einen Code bekommen. Also wenn ihr euch das Spiel mal anschauen wollt, das ist ja kostenlos. Insofern schadet ja nichts, das mal runterzuladen und mal anzuschauen. Wenn es einem nicht gefällt, dann deinstalliert man es halt wieder. Aber wenn ihr euch das mal, anschauen wollt, dann solltet ihr bei der Registrierung den Code I Love Warships eingeben. Dann kriegt ihr nämlich einige Sachen. Ich muss nochmal eben nachgucken, was man da alles kriegt. Man kriegt zum einen 7 Tage Premium, man kriegt 500 Gold, man kriegt einen kostenlosen Garagen- bzw. Hafenslot oder Hangarslot und man kriegt sogar die Diana. Nein, nicht die tote Prinzessin, sondern das ist so ein sowjetischer Kreuzer Stufe 2. Also, falls ihr euch das mal anschauen wollt, das Spiel, dann nutzt auf jeden Fall diesen Code I Love Warships, dann kriegt er eben noch so ein paar Sachen extra und kostenlos dazu. Das ist eigentlich ganz geil. Wir können ansonsten auch jederzeit auf die Karte schauen. Wir sehen, dass wir B und D halten. A ist noch nicht eingenommen. C hat momentan der Gegner. Da hinten ist unser Flugzeugträger. Und da ist ein Kreuzer von uns, wenn ich das richtig sehe. Und wir sind hier unterwegs mit unserem Zerstörer. Und ich glaube, dass die Schlacht gerade gewonnen ist. Ja, das war jetzt eine einfache Runde. Viel haben wir nicht gemacht. Wir haben auf jeden Fall 36 Mal Zieltreffer bekommen. Haben also hier dann mit diesen Torpedos und den MGs auch in Brand gesteckt und Wassereinbruch verursacht. Na gut, wir kämpfen natürlich weiter. So, wir spielen jetzt im Atlantik ein bisschen Herrschaft. Neue Karte, glaube ich, die jetzt auch mit dem Update gerade kam. Und spielen jetzt ein bisschen mit der Gearing. Das ist ein amerikanischer Zerstörer. Und es geht los. Und das ist jetzt ein anderes Schiff. Wie gesagt, amerikanischer Zerstörer. Die Gearing. Ein bisschen stärker auf Geschütze ausgelegt und weniger auf Torpedos wie die Shimakaze, die wir vorhin gespielt haben. Ja, und worum geht's in World of Warships? Also es sind eben Seeschlachten, aber
ja, realistischere Seeschlachten. Also es sind echte alte Schiffe, die es damals gab oder die auch teilweise noch im Dienst sind, bis vor wenigen Jahren im Dienst waren. Und die sind alle realistisch bewaffnet und es gibt eben verschiedene Module, es gibt eben verschiedene Geschütztypen, Torpedos, verschiedene Schiffarten. Und das sind eben realistische Seeschlachten, würde ich sagen. Also es geht nicht darum, irgendwie so Call of Duty-Style schnelles Ballern und total schnelle, wendige Schiffe, sondern jedes Schiff hat seine eigenen Stärken und Schwächen und das ist alles ein bisschen realistischer. So eine Waffe lädt auch schon mal eine Minute oder zwei nach, so bei den Torpedos und sowas. Also das ist alles schon ein bisschen mehr auf Realismus getrimmt. Ich finde, grafisch sieht es auf jeden Fall sehr schick aus, wenn unser Schiff hier so im Sonnenlicht übers Meer schippert. Okay, da hinten ist ein Zerstörer. Ja. Ist aber außerhalb unserer Feuerreichweite. Nee, stimmt gar nicht. Wir können feuern. Ich sehe ihn zwar jetzt nicht, der ist außerhalb unseres Entdeckungsradius, aber wir feuern einfach mal schön in die Richtung. So, und ich schipper hier um die Insel drumherum. Und wir haben getroffen. Jawohl, sehr schön. Und jetzt, sobald ich hier um die Insel rum bin, werde ich auch wieder feuern. Und da hinten ist noch ein anderes Schiff, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich würde fast sagen, denen setzen wir mal unsere Torpedos so ein bisschen auf den Weg. Und wir werden von denen auch beschossen. Das ist ein Kreuzer, der schießt auf uns. Da hinten ist noch ein Zerstörer und noch ein Kreuzer. Und die ballern alle auf uns. Das heißt, ich drehe jetzt mal ein bisschen bei. Hauptturm ist explodiert. Hauptturm ist explodiert. Das klingt natürlich super. Geil. Und ihr seht, ich muss ein bisschen davor schießen, weil der ist halt 6 Kilometer hinweg. Und wenn ich jetzt genau drauf zielen würde, dann würden wir halt nicht treffen. Und das sieht gut aus. Ich glaube, das Schiff ist Geschichte. Und wir haben da gut mitgeholfen, glaube ich. Problem gelöst. So, jetzt können wir wieder beschleunigen. Jawohl. Also so ein bisschen konnten wir uns reparieren. Und es sind jetzt gerade... Ja, wir sind sogar in der Unterzahl. Wir haben ein Schiff mehr verloren schon. So, wir beballern den Kreuzer da hinten. Jawohl, getroffen. Und der Torpedo ist auch noch unterwegs. Das ist aber nicht unserer. Sieht gut aus. Ich glaube, das Schiff ist Geschichte. Oh, und wir wurden getroffen. So, wir sind zurück auf dem Meer und wieder mit der Shimakaze unterwegs. Das ist ganz geil, dieser Zerstörer hier, der kleine japanische, der ist gut wendig. Da kann man also ganz gut auch mal mit um die... Also, für ein Schiff, ne? Schiffe kannst du halt nicht mal eben so drehen, sondern es dauert ein bisschen. So, Torpedos sind bereit. Die erste Salve ist abgefeuert und im Wasser. Torpedos voraus. Zweite Salve ist auch abgefeuert. Torpedos direkt voraus. Dritte Salve ist auch abgefeuert. Die laden nach 2 Minuten, dann können wir wieder feuern. Geschütze wechseln. Torpedos sind unterwegs. Jawohl, wir haben getroffen. Oh, wir haben gut getroffen. Basisverteidigung, Wassereinbruch verursacht. Ich weiß nicht, ob das das Schiff war. Oder ob das eins war, was ich mit dem Torpedo getroffen habe. Manövrieren nicht möglich. Und wir feuern Torpedos. Und der dritte ist auch im Wasser. Mal schauen, ob die was treffen. Schöner kleiner Teppich Torpedos. Eigentlich in der richtigen Richtung unterwegs, aber bei 12 Kilometern Entfernung ist es halt nicht so leicht zu treffen. Da haben die eine gute Zeit auszuweichen, beziehungsweise bis die Torpedos da sind, sind die ja schon deutlich weitergefahren. Aber wer weiß. Und ich treffe, glaube ich, sogar eher noch einen Verbündeten jetzt. Ja, ich glaube, ich treffe einen Verbündeten. Ja, ich treffe einen Verbündeten. Der sammelt jetzt schön meine ganzen Torpedos ein. Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten. Hör mal, der ist in meine ganzen Torpedos gefahren. Was soll ich denn machen? Das Schlachtschiff hält es nicht mehr lange aus. Da hinten ist noch ein Schlachtschiff. Und wir haben getroffen. Sehr schön. Also spätestens damit sollte er zerstört sein. Ah, der ist eh schon zerstört. Na gut. Dann waren die Torpedos jetzt leider umsonst. Maschinenboost deaktiviert. So, wir verteilen weiter Treffer. Jetzt gleich hauen wir mal hier die Panzerbrechenden rein. Gott sei Dank ist er abgelenkt von unserem Verbündeten. Und ich glaube, jetzt ist er... Ja, der ist zerstört. Und jawohl, das war ein Sieg. So, alle gegnerischen Schiffe wurden nämlich zerstört. Also, wir kriegen jetzt hier am Ende mal ein bisschen Geld und sonstige Sachen. Dadurch, dass ich leider einem Verbündeten ein bisschen Schaden gemacht habe. Ich habe ja schön den Torpedo da rausgehauen. Der ist da reingefahren.
wird mir wieder ein bisschen was abgezogen. Aber wir haben 43 Mal getroffen, einmal mit Torpedos, haben für 2 Ausfälle gesorgt, einen Brand verursacht, einen Wassereinbruch verursacht und 2 Mal eine Basis verteidigt. Ja, und damit die Runde hier gewonnen. Wir schauen uns auch gleich noch im Menü an, was für Schiffe es so gibt. Es gibt nämlich ein riesen Arsenal an Schiffen, so um den Zweiten Weltkrieg. Deutsche, japanische, amerikanische. Ein riesen Schiffsarsenal, wirklich. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und ich wollte aber erstmal ein bisschen spielen. Wir können ja am Ende nochmal reinschauen, was es so für Schiffe gibt und sowas. So, wir sind wieder drin. Neues Gefecht. Das ist unsere Shimakaze. Und in 2, 1, 0 können wir volle Power geben. Los geht's. Jetzt können wir feuern. Und jetzt werden wir dem mal schön ein paar Torpedosalven entgegenfeuern und gucken, was passiert. Oh, wir haben getroffen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zieltreffer. Die Torpedos sind unterwegs. Aber ob da was von trifft, ich glaube, der Zerstörer ist ja sehr schnell und ich glaube, der ist gut ausgewichen. Der ist ganz schnell zur Seite gefahren. Ah, nee, das war ein Torpedotreffer. Oh, ho, ho. Und das Ding ist zerstört, jawohl. Jawohl, wir haben den Zerstörer versenkt. Ja, die Torpedos machen extrem viel Schaden. Ich sag ja, die Shimakaze, das ist halt die große Stärke dieses Schiffs, die Torpedos. Und wenn man damit trifft, dann tut das sehr, sehr weh. Wir haben einen verbündeten Zerstörer versenkt. Oh nein! Oh nein! Mein Torpedo hat auch noch einen Verbündeten mitgenommen. Ja, wir haben den einfach mal da so reingesetzt, einen schönen Teppich hingelegt. Und dann ist natürlich, also die eigenen Schiffe da auch nicht vor sicher. Ah, ganz, ganz knapp davor im Wasser eingeschlagen. Aber er ist jetzt in Feuerreichweite. Männer, los, nachladen. Ja, das war ein Treffer. Wunderbar, in Brand gesteckt. 20 Sekunden bis zum Torpedos. Dann ist das Ding versenkt. Aber ich muss es so lange aushalten. Und damit sind wir zerstört worden. Ah, mies. Okay. Und wir haben noch getroffen. Ein Torpedo ist noch reingegangen, nachdem ich jetzt zerstört wurde. Wir haben nämlich noch einen Zieltreffer und einen Wassereinbruch bekommen gerade. Aber das Gegnerteam hat leider gewonnen, weil die einfach die ganze Zeit 3 Punkte gehalten haben. Okay, wir machen ein neues Gefecht. Ja, und jetzt spielen wir noch eine Runde auf der Karte Nordlichter mit der Iowa. Ein Stufe 9 Schlachtschiff der Amerikaner. Auch eine ganz geile Karte, auf der habe ich bisher noch nicht gespielt. Und das ist ein Schlachtschiff, hat also deutlich mehr Leben als die Shimakaze und die Gearing. Nämlich 79.000, ist aber dafür nicht so wendig und so weiter. Und ja, schauen wir mal, was ich machen lässt mit dem dicken Ding hier. Sieht das nicht geil aus? Meine Güte. Ich weiß nicht, wie viel Reichweite meine Kanonen haben. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Okay, wir werden ja schon gerade beballert. Von Kreuzern und Schlachtschiffen. Alter, ich werde ja schon komplett unter Beschuss genommen hier. Dieser Kreuzer, der geht mir ja mal richtig auf den Sack da hinten. Ist mal gut, Yates. Meine Güte. Und wir haben Feuer. Ich muss mal eben löschen. Feueralarm! Ich meine, der eine scheiß Kreuzer hat mir halt jetzt einfach schon mega viel Schaden gemacht, ne? Problem gelöst. Ja gut, was hat mir denn da jetzt gerade bitte unnormal Todesschaden gemacht? Was war das denn bitte? Ich habe einfach mal komplett Leben gehabt, jetzt bin ich tot. Also ich habe noch getroffen, aber ich halte fest, selbst mit riesigen Schlachtschiffen werde ich übelst schnell zerstört. Keine Ahnung, was mir da so viel Schaden gemacht hat. So, jetzt bin ich mit der Imperator Nikolai unterwegs. Mal ein bisschen kleineres Schiff, der Stufe 4. Auch damit will ich mal ein bisschen spielen, mit so kleineren Schiffen, die man am Anfang eher fährt. Pilot aktiviert. Mal gucken, was da so geht. Wir sind halt nicht ganz so fett, haben nicht ganz so viel Bewaffnung, nicht ganz so viel Leben. Aber das sind halt auch jetzt alles kleinere Schiffe, auch im Gegnerteam oder auch in unserem Team. Alle nur so um die Stufe 4 und 5. Und ein bisschen langsamer ist das Ding auch. 20 Knoten. Oh, Torpedos, 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 Torpedos. Kann ich nicht ausweichen im einen. Der eine, der frisst mich. Jo, und macht halt einfach mal fast die Hälfte meines Schiffs kaputt. Torpedos sind das Schlimmste, was es gibt. Ich hasse Torpedos. Ich hasse sie. Wer wagt es da, auf mich zu ballern? Du kleiner Pisser oder was? Du bist gegen den Fels gefahren. Lern erstmal fahren, dann kannst du weiterballern. Den werden wir jetzt erstmal ordentlich einheizen hier. Den Kollegen. Jawohl, wir haben ein Kriegsschiff zerstört. Das hören wir doch gerne. Haha, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Und jetzt wird hier schön dem kleinen Zerstörer mal ein bisschen eingeheizt da hinten. So, mal schauen, da müsste was von treffen. Jawohl, da hat was von getroffen und der hat gut Schaden kassiert. Allerdings muss ich halt jetzt wieder eine halbe Minute nachladen und bin deswegen leichtes Ziel natürlich. Okay, wir haben den Zerstörer zerstört. Aber da kommt gerade eine komplette Torpedofront und ich habe gerade ungefähr 10 Torpedos gefressen.
und bin deswegen natürlich vernichtet worden. Aber ich habe zwei Schiffe selber versenkt. Bisher, ja, mit einem anderen die meisten in unserem Team. Also zwei Schiffe versenkt und dann leider eine komplette Torpedobreitseite gefressen. Das war, weil ich jetzt zu konzentriert war, diesen Zerstörer zu vernichten und dann halt gar nicht auf die Torpedos geachtet habe. Okay, naja, so läuft's manchmal. So, wir spielen noch eine Runde mit der Shimakaze. Ich habe noch ein bisschen Bock auf Torpedoteppiche. Und wir wollen wieder 1000 Punkte vor dem gegnerischen Team erreichen in 23 Sekunden. Im Hintergrund die Berge und Inseln. Das ist schon geil, sieht schon schön aus irgendwie, finde ich. Gerade Free-to-Play-Spiele haben ja oft irgendwie die Schwäche, dass sie scheiße aussehen. Ist halt leider oft so, muss man sagen, aber ich finde, das Spiel sieht echt okay aus. Also gerade auch die Schiffe, die sind ja doch relativ detailliert dann. Also ich sehe da ein Schiff, da ein Schiff, da ein Schiff, da ein Schiff, da ein Schiff. Überall sind Gegnerschiffe. So, die Torpedos kommen gut. Es könnte sein, dass wir da einen Treffer landen. Ich glaube, wir landen da einen Treffer. Komm schon, das ist eine breite Wand. Ich glaube nicht, dass er da ausweichen kann. Komm schon. Gib mir einen Treffer. Gib mir was, damit ich was anfangen kann. Komm. Hau da den Torpedo an. Oh nein, und ich glaube, er fährt genau zwischendurch. Ah, wie mies ist das denn? Stattdessen werden wir jetzt hier unter Beschuss genommen. Kritischer Maschinenschaden. Jetzt werden wir von 1, 2, 3, 4, 5 Schiffen angenommen. Alter, was ist denn das für ein Gangbang hier? 6 Schiffe ballern jetzt auf mich. Oh mein Gott. Aber ich habe einen Torpedotreffer gelandet. Okay, wir wurden vernichtet. Aber ich habe einen Torpedotreffer gelandet, immerhin. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. 6 Schiffe haben mich beballert. Was soll man da noch machen? Ach du Scheiße, ey. So, wir spielen ein bisschen auf Norden-Herrschaft mit der Gearing. Gefechtsstation. Und wir haben einen Treffer gelandet. Jawohl, schön über den Berg drüber. Einen Treffer gelandet. Oh, Torpedowarnung, Torpedowarnung. Okay, wir müssen drehen. Ich glaube, wir sind ausgewichen. Aber relativ knapp. Oh, der könnte getroffen werden, glaube ich. Ich glaube, der wird getroffen werden. Ja, der Torpedo wird einschlagen. RIP, mein Lieber, RIP. Boah, Torpedos machen so viel Schaden, das ist echt krass. Die Dinger sind übelst gefährlich. Aber so war das früher auch, ja? Oder ist es heute noch? Torpedos sind verdammt gefährlich, wenn du sie nicht kommen siehst. Das muss auf so einem Schiff so krass sein, also wenn man jetzt mal realistisch denkt an den echten Krieg, ja? Du hörst halt diese Warnung, bieb, 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 und das Ding kommt näher und ballert dich weg und du weißt, in so und so vielen Sekunden sind wir tot. Und du kannst halt nichts machen. So, da sind wieder Torpedos unterwegs. Oh, den hat's komplett vernichtet. Scheiße. Oh, 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 wo, 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 wo? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Nein, abdrehen, 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 abdrehen. Oh, Torpedotreffer. 9000 Schaden. Das Ding macht so viel Schaden, Alter. Ich hatte 19.000 oder so. Weiß nicht, was ich vorher hatte, aber auf jeden Fall habe ich gerade nur noch 7.000. Okay, da sind 3 gegnerische Schiffe. Und uns gibt es eine Torpedowarnung. Oh, ich darf nicht noch einen fressen. Oh mein Gott, wir sind tot. Wo kommt das denn alles her? Wir sind so tot. Jo, voll in die Seite von einer, vom Blackseer. Was fährt der denn für ein Schiff? Eine Ibuki, Stufe 9. Ja, voll in die Seite geballert bekommen. Mann, diese Torpedos sind das Schlimmste, was es in diesem Spiel gibt, ey. Aber seht ihr hier zum Beispiel so ein was ist das, ein Schlachtschiff, glaube ich. Ne, ist nur ein Kreuzer. Und der hat halt schon 40.000 Leben. Ich habe halt, der hat sogar 79.000, das ist halt ein Schlachtschiff. Und mein Zerstörer hat halt eben nur 19.000. Da reichen dann 2 Torpedos an das Ende im Gelände. So, bisher habe ich ein bisschen Koop-Geschlachten gemacht, weil ich ja noch neu bin in dem Spiel. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, also nicht nur bei diesem Spiel, sondern ganz allgemein als Tipp, ja, bei Multiplayer-Spielen. Bitte spielt erstmal gegen Bots, bis ihr die Grundprinzipien so ein bisschen verstanden habt und dann geht erst online. Aber wir werden jetzt mal ein bisschen online spielen. So, 4, 6, 8, 10, 12 gegen 12, wenn ich das richtig sehe. Und da ich ja noch ein Anfänger bin, bin ich dann lieber mal vorsichtig. So, ich fahre mal dem hier hinterher. Ich hoffe mal, dass der Ahnung hat. Notfalls fahren wir zusammen in den Tod. So, wo sind gegnerische Oh Gott, da wird ja schon ordentlich geballert hier. Ach du Scheiße. Aber der ballert auch. Ah, da hinten. Ja, 9 Kilometer. Das ist innerhalb meiner Feuerreichweite. Also wird auch von mir aus jetzt geballert. Und ich habe getroffen. Jawohl. Mein erster Treffer in einem Multiplayer-Match. Das ist doch schon mal was. Irgendwie mal überhaupt jemanden zu treffen, das ist doch schon mal ein Anfang. Jawohl, getroffen. Jawohl, getroffen. Oh, ich glaube, wir kollidieren hier gleich mit der Insel. Nee, ist alles gut. Alles gut, aber ich kollidiere gleich mit meinem Teamkollegen hier.
Okay, ich habe Ausfälle verursacht. Und ich sehe dann eine Torpedowarnung, aber die Insel sollte das eigentlich abfangen können. Ich glaube, ist alles gut. Okay, der ist schon versenkt. Jawohl, der erste Gegner ist besiegt. Ich habe das zwar nicht aktiv gemacht, aber er ist weg. Einer weniger. Okay. So, da kommen Torpedos in unsere Richtung. Nein, 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 nein. Das ist gefährlich. Mit dem bin ich auf Kollisionskurs. Aber wenn ich wegdrehe, müsste ich eigentlich ausweichen können. Oh, das wird knapp. Das wird knapp, aber wir weichen aus erfolgreich. Oh, das hätte schief gehen können. So, da kommen jetzt gerade eine ganze Menge Torpedos. Ich werde mal ein bisschen drehen. Der Kollege fährt gerade voll rein. Ja, der ist getroffen. Tja, der Torpedo hat ihn ordentlich mitgenommen. Aber ich sehe die ja jetzt kommen und werde jetzt versuchen auszuweichen. Das ist nämlich eine ganze schöne Salve hier. Und wir haben mit dem Torpedo einen Treffer gehabt. Zieltreffer, Wassereinbruch verursacht. Wunderbar. So, ich denke, ich kann den Torpedos hier ausweichen, ne? Der Kollege da, der hat den Torpedo voll gefressen und ist gesunken. Deswegen, da muss man schon aufpassen. Torpedos sind sehr gefährlich, gerade für so einen Zerstörer. Aber ich habe einen schönen Torpedotreffer gelandet selber. Das freut mich natürlich. Das sieht gut aus. Jawohl, da war ein Treffer bei. Wir legen da einfach schöne Nagel drüber. Irgendwas wird schon treffen. Jawohl, Treffer. Jawohl, Treffer. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zieltreffer in Brand gesteckt. Noch mehr Treffer, noch mehr Treffer. Es sieht so aus, als könnten wir gleich hier ein Schiff versenken. Zum ersten Mal online. Oh, dem habe ich schon richtig viele Treffer reingesteckt jetzt. Noch mehr Treffer. ...41 Zieltreffer. Der steht komplett unter Hagel. Jetzt dreht er, dann werde ich natürlich meine Schüsse anpassen. Der kann uns nicht entkommen. Ich habe natürlich jetzt gerade gar nicht mehr einen Blick darauf, ob mich irgendwelche Torpedos verfolgen oder so. Aber ich glaube, wir haben dem ganz gut... Jawohl! Jawohl! Wir haben gerade zum ersten Mal ein Schiff versenkt im Multiplayer. Valley Gaming zerstörte Velvet. Sehr schön. Ich habe immer noch keinen einzigen Treffer kassiert. Habe aber schon ein Schiff versenkt und das andere haben wir ja auch ganz gut getroffen zumindest. So, da habe ich doch schon mal ein paar Zieltreffer gerochen, ne? Ja, das sieht gut aus. Der kriegt ordentlich Schaden. Jawohl, 16 Zieltreffer. Einen Brand haben wir auch verursacht. Manövriere nicht möglich. Kritischer Maschinenschaden. Kritischer Maschinenschaden. So, wir kriegen gerade dick Schaden, aber ich baller dem halt auch ordentlich rein. Oh, und er hat uns zerstört. Ja, das war ein Kreuzer, der hat mir ordentlich eingeheißt. Also ich habe dem ziemlich viel Schaden auch noch gemacht jetzt, aber der hat einfach mehr Schaden gemacht als ich. Also ob das noch was wird, ich weiß es nicht. Der frisst jetzt den Torpedo, ja, der fährt da geradewegs rein. Junge, du musst nach links. Ah, zu spät, der ist weg. Jo, der ist vernichtet. Damit ist es 2 gegen 1. Ich glaube, dass die Shimakaze das jetzt noch dreht. Und da regt sich einer im Chat über das Schiff auf. Es steht 492 zu 428, also ich glaube, wir gewinnen das. Weil die Shimakaze, der hat zwar sich irgendwo verbunkert, aber es bringt ihm dann am Ende doch nichts, denke ich mal. Ja, wir haben das gewonnen. Also, die Shimakaze wurde nicht zerstört, aber er hat sich halt irgendwo hinten versteckt und da, was hat er davon? Er hat zwar überlebt, aber gewonnen haben sie trotzdem nicht. Wir haben nach Punkten gewonnen. Also, ich habe 166 Treffer gelandet, 2x mit Torpedos, ein Flugzeug haben wir abgeschossen, ein Schiff zerstört, 5 Brände verursacht, 2 Wassereinbrüche verursacht. Ich finde, für mein erstes Online-Match ist das echt in Ordnung. Und ich muss sagen, das ist irgendwie doch richtig spannend. Also gerade wenn man dann so eine Schlacht, ein Gefecht hat mit einem anderen Schiff. Und wie jetzt in dem Fall der Sledge, der hat uns dann leider versenkt. Das ist schon echt spannend. Sehr cool. Okay, das war doch eine nette Schlacht. Ja, und jetzt sind wir hier einmal im Hauptmenü. Also hier kann man eben sein Gefecht wählen. Man kann erstmal mit Koop-Gefechten anfangen. So würde ich das jedem empfehlen. Dann kann man natürlich gegen echte Leute spielen. Und es gibt auch gewertete Spiele. Ansonsten gibt es noch so ein kleines Tutorial hier. So ein Einführungsauftrag, wo man erstmal einfach kämpfen lernt und fahren lernt. Und man kann hier auch seinen Hafen zum Beispiel anpassen. Ich habe jetzt hier verschneites New York bei Silvester. Super schöner Hafen auf jeden Fall. Da sieht man dann sein Schiff und im Hintergrund eben dieses verschneite New York. Aber man kann hier eben auch andere Häfen auswählen. Philippinen und den Ozean und Hawaii.
und sogar aus so einem Manga irgendwie. Ansonsten kann man hier sein Schiff verändern, man kann Module anbauen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so Verbesserungen in dem Schiff, dass eben das Gefäß, dass die Hauptbatterie weniger oft ausfällt, dass wir weniger Chance haben, dass unser Motor ausfällt. All solche Sachen, da kann man sein Schiff eben noch verbessern mit dem Geld, was man in den Runden verdient. Ansonsten hier schaltet man eigentlich seine Schiffe frei. Es gibt eben hier die Flugzeugträger. Also das sind jetzt nur die amerikanischen Schiffe gerade, ne? Das sind eben Flugzeugträger, Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer und dann gibt es noch Premium-Schiffe. Und das sind jetzt eben nur die amerikanischen. Dann gibt es aber noch japanische Schiffe. Da war jetzt zum Beispiel hier unten die Shimakaze, mit der ich schon gespielt habe. Ein Zerstörer der Stufe 10. Und es gibt eben auch hier einen Kreuzer der Stufe 10, ein Schlachtschiff der Stufe 10 und so weiter. Und dann gibt es also, wie gesagt, amerikanische, japanische, dann sowjetische, die haben vor allem Zerstörer irgendwie. Und Premium-Schiffe, einen Kreuzer. Und dann gibt es noch deutsche Schiffe. Die haben vor allem Kreuzer. Bis zur Hindenburg, die ist dann Stufe 10. Und da kann man auch immer sehen, welche Werte das Schiff hat und so weiter. Und normalerweise meine ich, müsste man die sich freischalten, aber weil wir ja freundlicherweise so einen Premium-Account hier zur Verfügung gestellt bekommen haben, so einen gecheateten YouTuber-Account, können wir alle Schiffe eben spielen. Ist aber ganz cool, dann konnte ich halt mal die Shimakaze und die Gearing spielen, die man sonst erst später kriegt. Außerdem ist man ja auch Captain, man kann eben so Captain-Skills noch verteilen, die dann nochmal Verbesserungen machen, zum Beispiel Angriffsreichweite von Geschützen verbessern oder die Entdeckbarkeit des Schiffs verringern und all so ein Gedöns. Ja, und dann kann man eben in Gefechten immer wieder weiter aufleveln, neue Schiffe freischalten, neue Waffen einbauen, andere Schiffe kaufen. Das ist schon echt cool, also ich muss sagen, ich habe jetzt vielleicht 2 Stündchen schon gespielt. Bisher macht es mir Bock und ich könnte mir sogar vorstellen, und das sage ich jetzt ehrlich, das nochmal irgendwie weiter zu spielen oder vielleicht mal zu livestreamen, vielleicht auch mal World of Tanks oder World of Warplanes anzuschauen. Schon ganz coole Spiele. Ich meine, es kommt ja auch nicht von irgendwo her, dass die so extrem oft gespielt werden. Man sieht es ja auch auf der Gamescom, wenn man sieht, wie riesig da die Stände sind von Wargaming. Das scheint schon echt erfolgreich zu sein, das scheinen echt viele Leute zu spielen. Lustiger Funfact übrigens, wusstet ihr, dass Wargaming, die hinter World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships und so weiter stehen, dass das eine weißrussische Firma ist? Ich meine, wenn man jetzt sagt, richtig erfolgreiche Videospiele, an welche Länder denkt man da? Vielleicht an Amerika, aber nicht an Weißrussland. Finde ich krass, wusste ich auch nicht. Ja, das war auch schon mein kleines angezockte World of Warships. Wie gesagt, ganz oft wurde sich gewünscht, dass ich nochmal eins von diesen Spielen irgendwie anzocken kann. Wenn ihr auch Bock habt, dass ich mir mal World of Tanks oder so anschaue, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr euch registrieren wollt, also das Spiel mal anschauen wollt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, dann benutzt aber bitte diesen Code hier, I Love Warships, dann kriegt ihr eben hier noch irgendwie 500 Gold in kostenlosen Hangarslot und eben so ein Schiff, so ein russisches. Also, ich denke, das ist ganz nett. Kann man ja machen. Einfach bei der Registrierung dann eingeben, diesen Code. Mir hat's gut gefallen. Wenn euch das auch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich denke, das war noch ganz nett jetzt so kurz vor Silvester. Hier haben wir auch schön schon die Silvesterrakete im Hintergrund über New York. Noch mal so ein kleines Extra-Video zu machen. Ich hatte da Bock drauf. Und Dankeschön natürlich auch an Wargaming, dass sie hier diesen Premium-YouTuber-Test-Account zur Verfügung gestellt haben. Ich bin jetzt raus, euer Captain Walle. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal oder vielleicht bis zu einem neuen Angezockt nächstes Jahr. Bye, bye. Mein Name ist Captain Kopfbox. Gewitter. Und deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt 2015 wieder ein neues Need for Speed kommen soll. Und ich würde sagen, viel Spaß bei Wallesonntag Nummer 1. Ich habe letzte Woche die 80.000 Abonnenten geknackt. Dankeschön auch hier nochmal dafür. Oh, guck.